Ja, sag du mal, was ist gescheiter? Carbon oder Kaki? Vielleicht doch im Bundeswehr Flecktarn oder auf Hard- und Multicam? Wenn dich interessiert, welche Farbgebungen es bei Tasmanian Tiger zum Beispiel gibt und wofür diese Farbgebungen da sind, ja, dann bleib dran. Hallo, willkommen, das ist der Reini Rost vom Survival Shop bei Lebenskunst. Schön, dass du dabei bist. Tasmanian Tiger Farbgebung und grundsätzlich Farbgebung von Ausrüstung, da reden wir jetzt drüber. Und im Endeffekt, das ist immer so der Klassiker, ne? Schwarz, ja, oder grün, also Oliv. Ja. Das sind immer die Klassiker. Ich habe jetzt hier das Tech Pouch 1 in grün und in schwarz da. Und also in Oliv und in schwarz. Und das ist meistens das, was ausgewählt wird. Manchmal, ganz selten, das kann ich dir sagen, kommt auch Khaki vor. Aber die anderen Farbgebungen, die es von Tasmanian Tiger gibt, ja, die sind... Da sind sich die Leute nicht sicher und fragen mich immer, Reini, was soll ich nehmen? Was ist das Richtige für mich? Und da ist meine Frage, was willst du machen? Und da komme ich jetzt gleich dazu. Schau, ich finde, es gibt zwei Extreme in dieser Farbgebung. Zum Beispiel hier dieses Carbon, ja, dieses Grau und Schwarz, ja, diese zwei Dinger. Das ist etwas, was man immer irgendwie verwenden kann. Das kann ich, wenn ich in der Stadt unterwegs bin, wenn ich mit einer grauen, das ist zum Beispiel dieses Tech Case für iPad und so, also so ein, im Endeffekt eine Ordnungstasche. Ich habe das große Tech Case, das habe ich im Einsatz. Ich glaube, das ist das Tech Case S, ganz genau, das habe ich nicht im Einsatz. Und ich gehe mit dem Carbon Tech Case, also dem großen, spazieren, da ist mein Laptop drinnen und so. Und das ist total unauffällig, ja. Ich meine, da ist schon ein bisschen Molle drauf, aber es ist dezent, ist okay. Und ich könnte das auch in schwarz tun, wobei ich das nicht tue, weil man dann alle immer die Hundshaare sieht, ja, von meinem Fuchsi-Hund. Aber das ist unauffällig. Kann ich in ein Kaffeehaus gehen, ich kann essen gehen, ich kann überall dorthin gehen in der Stadt, ohne dass ich komisch angeschaut wäre. Und das ist nämlich der Punkt, ja. Wenn ich mit Multicam herumlaufe, ja, ich habe jetzt hier ein Modular-Back hier in ich meine schon ein bisschen ein Unterschied. Und genau darum soll es gehen. Was willst du tun? Komme ich gleich dazu. Warum Carbon? Warum könnt ihr mit Schwarz auch herumlaufen, wenn ich keinen Hund oder Katze habe, die mir Haare hinterlässt? Das Problem dabei ist meiner Meinung nach, dass wenn ich alles in Schwarz habe, also große Flächen, also jetzt nicht nur so eine kleine Tasche, sondern einen riesigen Rucksack in Schwarz und dann vielleicht auch noch schwarze Handschuhe und schwarze Schuhe und schwarze Dinge, kommt auch irgendwie eigenartig, ja. Aber Grau, ja, ich meine, mein Level ist auch grau, ist vielleicht ein bisschen ein dunkleres Grau hier, mein Messer-Freak-Level, ja, aus einem Wald-Level-Shop bei mir. Aber ich finde, das vom Modular-Back, das von diesem Tech-Case S, das passt zum Beispiel für diese Tasche wirklich gut. So, jetzt kann man sagen, okay, ich will aber einen Rucksack kaufen, egal jetzt welche, und ich will in der Stadt und ich will unauffällig herumgehen, unauffällig, das ist mir wichtig. Aber ich will, wenn ich in der Natur bin, auch irgendwie nicht gleich so gesehen werden. Da brauche ich nicht unbedingt das Multicam. Das ist ein militärischer Look. Und ich kenne Leute, Marcel, hallo, die gerne Jacken und Schuhe und Hosen und alles gerne in Multicam haben. Und das ist auch total okay. Und wenn du da drauf stehst, dann tu das, mich stört das auch überhaupt nicht. Nur es ist ein Statement, was du abgibst. Wenn du in der Stadt damit herumläufst, dann kannst du jetzt sagen, das ist mir wurscht, dann ist auch okay, das ist eh deine Geschichte. Schau, ich gehe oft mit Oliv und Grün und so Sachen herum und da bin ich schon irgendwie, naja, Jäger vielleicht, ja, gut. Aber wenn ich in Multicam herumlaufen würde, was ich nicht tue, das ist richtig eigenartig. Du strichst heraus, wie ein bunter Hund. Noch bunter als ein echter bunter Hund, der mit roten Hosen herumläuft, ja. Da sagt man, ja, irrer. Aber da, das ist, auch wenn ich... Jetzt zum Beispiel, ich habe jetzt hier dieses Bundeswehr-Flecktarn hier da. Wenn ich einen Rucksack oder eine Tasche habe in dem, oder es gibt Leute, die in Hosen mit dem herumlaufen oder komplett in Uniform, aber keine Soldaten sind, sondern das privat sozusagen tun, dann ist das ein Statement. Und ist die Frage, ob du das willst. Ich meine, wenn du es willst, tu, ja. Das ist einfach... So, jetzt sagen mir manche aber, ich stehe da drauf, weil ich, wenn ich dann in der Natur bin, mit dem herumlaufe. Zwei Dinge. Erstens, ich könnte jetzt hergehen und könnte meinen Khaki-Rucksack, ich weiß, dass das ein Tech-SS ist, ja, aber meinen Rucksack, wenn ich getarnt sein will, mit so einer Regenhaut abdecken und dann ist der auch getarnt und dann nehme ich die wieder runter und dann bin ich wieder daheim und kann, du weißt schon, was ich meine, könnte ich tun. Wenn du sagst, es ist mir wurscht, lass es sein. Wobei ich hinzufügen muss, Grau auch nicht so
allzu auffällig ist. Ja? Die meisten Leute, wenn du still sitzen bleibst, gehen auch 10 Meter, 5, 3 Meter an dir vorbei und sehen dich nicht. Ja? Also, und da bin ich nicht getarnt. Passiert mir immer wieder. Oder Hunde laufen an mir vorbei. Ich sitze da und mache was, da gehen Leute bei mir vorbei, die sehen mich nicht, obwohl ich nicht in Tarnuniform da hänge. Schwarz, gut, als Tarnung draußen, das ist ein schwarzer Fleck. Es kommt darauf an, wo ich bin. Wenn ich mitten im Wald bin, sieht man mich schwarz an, bin ich auf der grünen Wiese, leuchtet das natürlich raus, fast wie rot. Ja. Das ist auch nicht ideal. Kann ich mir auch abtarnen, wenn ich das will. Oder es gibt Leute, die bei mir einkaufen, die Paintball- oder Soft-Air-Spieler sind, die dann sagen, ich muss da ja in den Spiel... Dann kauft er das für das. Aber ich würde nicht in der Stadt damit herumlaufen. Aber das musst du wissen. Jetzt hat das Manian Tiger, so behaupte ich das jetzt, denke ich mir mal, auch noch sein Mittelding rausgebracht. Und zwar, ich nehme jetzt zwei Dinge her. Und zwar das gute alte Kaki, das kennen wir eh schon, das kennst du wahrscheinlich. Das ist diese Sandfarbe. Ja? Ich habe hier ein Medic Assault Bag, so ein kleines Medizinrucksackerl. Ja? Und jetzt wieder ein Modular Bag. Und das ist Coyote-Braun. Ja, Coyote-Braun. Das ist ein richtig ein schöner, erdfarbener Braunton, der aber nicht, es ist nicht dunkel, es ist kein Dunkelbraun, es ist nicht, ich habe jetzt nichts Passendes irgendwie dazu, es ist kein Dunkelbraun, sondern es ist eher ein helles Braun, aber nicht so hell, und daher halte ich die jetzt nebeneinander, nicht so hell, nicht so sandfarben. In der Wüste ist das wahrscheinlich eine gute Tarnung, und das hier ist, wenn du auf Tarnung aus bist, im Herbst, wenn die Blätter runterfallen, das ist das auch sehr unauffällig. Kommt drauf an, welche Blätter. Wenn es Ahornblätter sind, die dann auch gelb sind, das ist ein bisschen blöd, aber du weißt schon, was ich meine. Und das hier ist auch zum Beispiel etwas, und da komme ich gleich dazu, das kann ich, wenn ich jetzt wandern gehe, das geht durch, da komme ich als Wanderer durch. Wenn ich in Flecktarn herumlaufe oder in Multicam herumlaufe, kannst du alles tun. Wie gesagt, mich stört das nicht, aber es ist wieder ein Statement, das leuchtet raus. Das ist da, naja, da hat er einen braunen Rucksack. Ja? Ich finde, dass das Coyote-Braun auch dezenter ist, es leuchtet nicht so stark raus, weil wie eben das Khaki. Besonders wenn du einen großen Rucksack hast. Weißt du, bei sowas kleinen Lieben, da ist das Khaki auch nett, mal eine Abwechslung fürs Auge. Ja? Aber wenn du wirklich einen riesen Rucksack hast, Fieldback oder so, das bis da rauf geht und nur Khaki, das muss da halt wirklich gefallen. Es gibt Leute, denen gefällt das, oder Leute, die auch wirklich in die Wüste fahren und so. Soll so sein. Gut, was gibt es noch für Farbgebungen bei TT? So, und zwar, das ist Marine Navy Blau. Ich gebe jetzt schwarz dazu, damit du den Unterschied siehst. Das ist, denke ich mir, für die Polizei gedacht. Ihnen jetzt zum Beispiel bei diesem Pouch hier, beim 6er Pouch grau gehalten, damit man dann auch was, damit man den, ich finde das aus dem Grund nett, weil du dann die Ausrüstung trotzdem siehst. Aber das ist, glaube ich, für die Polizei gedacht, weil Polizeiblau. Das ist auch etwas, ich meine, ja, einen blauen Rucksack. Ich finde, dass das Blau nicht so hart und massiv wirkt wie schwarz oder einen riesen schwarzen Rucksack. Das wirkt einfach so, da ist Blau viel netter. Aber gut, das musst auch du wissen. Also dieses Navy heißt das Ganze, ist auch eine schöne Farbgebung. Und dann noch etwas zu guter Letzt. Das hier ist sozusagen die Schneetarnung. Das ist auch wieder so ein Regenverhütterli. Ein Regenschutz für den Rucksack. Das heißt, ich habe jetzt zum Beispiel, ich nehme, weil es einfacher ist, ja, ich, auf der Schneefläche, und dann eben weiß getarnt, abgetarnt und fertig. Ich glaube, dass das auch wieder wirklich für den militärischen Bereich relevant ist. Weil also wenn wir im Schnee unterwegs sind, dann ist mir das wurscht, ob ich gesehen werde oder nicht. Auch wenn wir Bushcraft-Training machen, wenn wir Survival-Training machen, das ist für mich kein Thema. Aber ich glaube, dass das fürs Militär auf jeden Fall eine Überlegung wert ist. Gebirgsjäger oder sowas, die können das sicher brauchen. Und auch, ja, warum nicht? Aber das gibt es zum Beispiel, das ist okay. Und mein Ansatz ist halt immer der. Was ich gern habe, ich habe gern mittlerweile den Carbon. Ich habe wirklich Carbon sehr, sehr gern. Alles, was ich mir neu von TT besorge, besorge ich mir, sofern es geht, in Carbon. Warum? Weil ich damit unabhängig bin. Das ist meine Meinung dazu. Und ich werde jetzt auch immer interessierter an diesem Braun, an diesem Coyote-Braun, weil ich sage, schau,
Ich kann mit dem in der Stadt herumlaufen, ich kann mit dem aber auch wandern gehen, ich kann mit dem in der Natur herumlaufen, ohne gleich zu leuchten, ja, weil es ist Hand aufs Herz. Ich meine, ich bin ja nicht im Krieg oder sowas, ja, ich will zwar nicht, wenn ich Schwamm aussuchen gehe oder wenn ich Bärlauch brocke oder wenn ich draußen bin und meine Videos aufnehme für meine Kräuter-Mentor, Survival-Mentor-Serien oder meine Fotos mache für meine Bücher oder einfach nur dort hock, dann will ich halt nicht, dass mich gleich jeder sieht und herkommt, was tun Sie da, warum sind Sie da, wer sind Sie da? Das will ich natürlich auch nicht, ja, daher setze ich mich nicht in Orange hin, ja, könnte ich mich gleich in Orange hinsetzen, das ist klar, das will ich nicht, ja. Aber es geht mir ja nicht darum, dass ich Angst habe, dass mich irgendwer aufgreift oder so irgendwas, ja. Daher sind das jetzt zum Beispiel meine lieben Farben, die habe ich wirklich jetzt mittlerweile sehr gerne, das sowieso. Das Coyote Braun kommt bei mir jetzt immer mehr herein und den nächsten Rucksack, den ich mir von TT dann gönne, der wird dann in Coyote Braun einfach sein. Ich will das einfach testen. Von Schwarz bin ich weg, seit wir den Hund halt haben. Den Fuchsi, kennst du auch schon von dem einen oder anderen Video, wo ich mit ihm draußen war, das stille Video, wo ich Survival Training mit ihm mache, gebe wieder da den Link, schau dir das an. Der hat einfach lange Zoden, der Fuchsi, und die hängen überall wo, schwarz, das ist fürchterlich, da kommst du mit dem Nachputzen nicht nach. Daher bin ich vom Schwarz weggegangen. Und das Oliv, ja, ich habe jetzt noch alte Sachen in Oliv, aber die gebe ich nach und nach raus. Und da fragen mich manche Leute, warum tust du das? Weißt du, wenn ich wirklich getarnt sein müsste aus irgendeinem Grund, weil es sein muss, ich weiß nicht, aber weil es sein muss, und ich bin im Schnee unterwegs, dann haue ich mal die weiße Haut oben drüber, ja, und wenn ich, da gebe ich mal den Fleck da drüber, das gibt's natürlich auch in Multicam, ja, aber das ist zum Beispiel Bundeswehr, ja, das ist an die Farben, die wir in unseren Wäldern haben, Fichtenwäldern zum Beispiel, da passt das gut, die haben auch ein bisschen dunkel dazu gebracht, also ich finde dieses Tarn hier für unsere Breiten, da wo ich halt herkomme, auch wirklich okay, das ist auch wirklich gut, oder es gibt diese Regenhaut ja auch dann in Multicam, ja, das ein bisschen heller ist, ja, muss man auch dazu sagen, also Multicam ist mitten im Wald, im Fichtenwald auch nicht ideal, ja, aber egal, ist ja wurscht. Wenn ich das dann brauche, dann knall ich es mir drauf. Und da bietet mir TT glücklicherweise mit diesen ganzen Raincovers ja sehr viele Möglichkeiten. Ja, ich glaube, das war's. Was es gibt, ich mag dich jetzt um einen Kommentar bitten. Was ist aktuell deine Lieblingsfarbe bei Taschen, Rucksäcken? Hast du Carbon im Einsatz? Ja, von TT oder von einem anderen Hersteller, es muss jetzt nicht TT sein, sowas Grauton, wie gefällt dir das? Wie siehst du das mit Tarn? Sagst du, das ist mir wurscht, ich laufe in Tarn herum, solange ich das will und das ist okay. Weißt du von diesem Coyote Braun? Schreib uns und mir da bitte einen Kommentar oder bist du ein Kaki-Fan? Da würde mich irrsinnig freuen drüber. Dankeschön. Ich gebe da unten den Link. Ups, ist runtergefallen. Ich gebe da unten den Link in meinen Shop auf alle meine Tasmanian Tiger Taschen und Dinge, die ich habe. Schau dir das ganz einfach an, was wir im Sortiment haben. Wenn du Fragen hast, stell sie ganz einfach. Kannst uns auch im Shop immer erreichen unter shop@überlebenskunst.at. Wenn du da was brauchst, beraten wir dich sehr, sehr gerne. Das war's. Ein Daumen nach oben mag ich dich bitten. Das wäre sehr, sehr nett. Ein Abo. Glocke drücken nicht vergessen, ein paar andere Videos zum Anschauen. Link zum Produkt findest du unten, auch natürlich in meinem Wildlife-Shop. Dein Reini Rossmann, bis bald. Ciao.